Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Dodge Miner ist auch angekommen, habe ihn laufen jetzt seit ein paar Stunden und habe ein bisschen getestet und für euch gibt es ein paar Tipps und Tricks bzw. Infos, die ich in anderen Videos nicht so oft gefunden oder fast gar nichts gefunden habe dazu. Und zwar Goldshell Oberfläche ist gleich wie die HS-Box, CKB-Box, KD-Box, die sind von der aktuellen Firmware alle ähnlich aufgebaut. Man sieht hier die Hashrate, unten dann noch die Temperatur, Rejection Rate etc. Interessant ist, im Gegensatz zu der HS-Box, CKP-Box kann man hier beim Mini-Doge auch den Powerplan umstellen. Und als erstes ein Trick, wie ihr nicht nur diesen Powerplan umstellen könnt, sondern allgemein bei allen Boxen die Umstellung machen könnt. Und zwar bei meiner gibt es hier den Powerplan kann ich umstellen zwischen Hashrate, Balanced und Low Powerplan. Und es gibt einen Trick, der bei der HS-Box genauso funktioniert wie beim Mini-Doge oder bei der CKB-Box etc. Und zwar hier auf meiner müsst ihr 10 mal schnell hintereinander klicken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dadurch hat sich hier der Powerplan geändert, nicht mehr die Anzeige, welchen Powerplan, Hashrate oder Balance-Mode ich gerade habe, sondern ich kann hier dann die Megahertz direkt verstellen. Also mache ich jetzt so nicht, aber das ist eine Änderung, die ich quasi dann hier ändern kann, Apply. Und somit hat man direkten Zugriff auf die Herz und Spannung der Chips. Was das für einen Sinn macht, man sieht hier bei mir die Kurve, schaut ein bisschen wild aus. Der Sinn dahinter ist folgender, wenn ich jetzt hier umstelle, ich habe unter Reddit hat es einen User gegeben, der hier einen Vergleich gemacht hatte, die Hashrate zu den verschiedenen Leistungsverbrauch. Das heißt, hier oben haben wir die Hashrate ca. 180, ein bisschen über 180, mit welcher Leistungsaufnahme der Mini-Doge hatte. Das heißt, hier waren knapp 185 Megahash bei knapp 230 Watt. Bei Balanced Mode dann knapp 170 Megahash so bei 180 Watt und bei Low Power Mode 150 Megahash bei knapp über 140 Watt. Das ist natürlich dann interessant, weil wie effektiv der Miner ist, wenn man das quasi dann umrechnet in wie viel Megahash ich pro Watt oder hier gesehen in Joule bekomme. Und das sieht man natürlich, wenn man Low Power Mode verwendet, dann würde die Effizienz steigern. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen nachzubauen oder nachzuvollziehen. Und bei mir, also ich habe eine Steckdose, wo die PSU von Goldshell dranhängt, mit der man 4 Boxen versorgen kann und messe diese auch über Leistungsmessung. Meine HS plus CKB-Box verbrauchen gemeinsam 484 Watt. Wenn ich dann die Dodgebox anschließe, erhöht sich das auf ca. 715. Das heißt, ich weiß, hier bei Hashrate Mode habe ich einen Verbrauch von 230 Watt, bei Balance Mode von 208 und bei Low Power Mode von 187 Watt. Das, was natürlich ein bisschen schwierig hier ist, ist die Hashrate, die ich hier habe, ist natürlich jetzt ein relativ kurzer Zeitraum, den ich beobachtet habe. Eigentlich müsste man das jetzt hier für einen echten Test relativ lange laufen lassen, also mindestens einen Tag, damit ich hier eine Übersicht bekomme, weil einfach die Hashrate, wie man auf dem Fenster gesehen hat, relativ stark schwankt. Das ist keine gerade Linie, sondern es ist eine Schwankung, die hier vollzogen wird. Und für mich gesehen, ich werde es auf Hashrate laufen lassen. Möglicherweise werde ich hier noch einmal versuchen, einen längerfristigen Test zu machen. Aber Der Unterschied ist ja der, ich verdiene weniger, dafür verbrauche ich weniger Strom, aber in der Geschwindigkeit, wo sich die Box rentiert, ist natürlich der Hashrate-Mode für mich am interessantesten. Interessant wird es natürlich dann, wenn die Stromkosten steigen plus die Litecoin und Dogecoin-Kurse sinken. Dann ist es natürlich sinnvoller, dass man mit höherer Effizienz arbeitet. Ein Punkt vielleicht noch, wo man zuerst gesehen hat, das habe ich auch noch gefunden, den Powerplane, den wir zuerst gesehen haben mit 725 MHz, 0,72 Volt. Es gibt die drei, die ich auch von einem Reddit-User gefunden habe, für High Power, Balanced und Low Power Mode. Und also Hashrate Mode, nicht High Power Mode, was die hinterlegten Einstellungen dazu sind. Möglicherweise, wenn man das wirklich einen Tag laufen lässt, hat das mehr Sinn. Zwei Punkte, die natürlich interessant sind, ist eines, ich habe an der 4er PSU von Goldshell getestet, die Spannungsversorgung macht natürlich auch einen Unterschied, weil natürlich hier unterschiedliche Wirkungsgrade sind. Ich habe ja die Leistung gemessen an der Steckdose, das heißt den Umwandelverlust von den 230 Volt auf, ich glaube, 12 oder 24 Volt, was die Box benötigt. Die ist ja in der PSU, die messe ich mit. Das heißt, ich messe nicht die Leistung am Dodge direkt, sondern ich messe Dodge plus, was die PSU benötigt. Hier macht es natürlich auch einen Unterschied, ob ich die 4er PSU von Goldshell habe oder die Einzelspannungsversorgung oder aber ob ich mir selbst Spannungsversorgungen besorgt habe für die Boxen. Und ein zweiter Punkt, der natürlich sicher auch einen Unterschied macht, ich habe die Low Power noch relativ kurz gehabt, die APM, also die Gebläse, die Fans waren immer auf voller Leistung. Man sieht auch hier, die Temperatur waren es 60 Grad im Leistungsmodus, also hier sehen wir es auch ganz unten, 60,5 habe ich jetzt aktuell. Und wenn man runterschaut, beim Balanced Mode und beim Low Power Mode sind die gesunken auf 55, hier relativ, habe ich jetzt zu kurz in Betrieb gehabt wahrscheinlich, also wird auf 50 oder so runtersinken. Macht natürlich vielleicht für die Lebensdauer auch ein bisschen einen Unterschied, je weniger Temperatur das ich habe, desto längere Lebensdauer habe ich natürlich, und wie gesagt, wenn ich nicht Vollgas fahre, hält natürlich alles länger. Soll für euch nur Information sein, wie gesagt, zwei Punkte, wie effektiv, welche Efficiency in den unterschiedlichen Powerplans ich habe, und der zweite Punkt, natürlich der Trick, dass man den Powerplan auch händisch noch abändern kann, also ich kann mich ja hier auch eine Zwischenstufe raussuchen. Das muss aber jeder für sich selbst testen. Garantie, Gewährleistung, also bei Kauf aus China sowieso schwierig, aber trotzdem, wer hier Änderungen betreibt, die natürlich sein Gerät zerstören kann, vorsichtig agieren, soll von mir keine Anregung sein oder kein Vorschlag, ihr müsst hier etwas machen. Man kann die Powerplans, die voreingestellt sind, testen, einen Tag lang laufen lassen und für sich selbst dann den besten Mittelweg raussuchen. Ich werde das Ganze noch ein bisschen weiter verfolgen und melde mich, wenn ich hier mehr Infos dazu habe. Ansonsten wie immer bei Fragen, Kommentaren, Anregungen einfach unten in der Kommentarleiste. Ansonsten über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich freuen und bis zum nächsten Mal.